Silvester! Das nehme ich alles mal raus und pack das mal oben rein. In unseren Bereich, wo die ganzen Sachen drin sind, die wir da sortiert haben. So, dann passt das alles. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich das hier alles reinpacke. Wir haben hier, ich glaube, hier die neuen Sachen erstmal rein, ne? Gut, die Revolvermunition, tralala, das haben wir alles soweit. Die Pickaxe kann bei den Waffen rein. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben eine neue. Nice. Vielleicht kriegen wir irgendwann später auch einen neuen Schraubenschlüssel. Ich weiß es nicht. Wir haben 5, 6 Granaten haben wir noch. Stapeln. Achso, der macht ja nur 5er Stacks, ne? Schrotflintenmuni kann ich hier nochmal reinpacken. 60, 60, 15 und 20. 5 mal Leben plus den. Okay. Was wollte ich gesagt haben? Wir düsen dann jetzt erstmal rüber zum Startbereich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das war. Kann ich denn irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingefahren sind. Woher kann ich denn sehen, ob der Startbereich... Nee. Ich muss jetzt selber erstmal schauen. Erde, harter Fels, Magma, weicher Fels. Also durch den hier, glaube ich, sind wir lang gefahren, ne? Oder? Kann das sein? Sind wir von hier gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Fuck, ich weiß, dass wir irgendwo durch ein... Ja, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Das muss man auch erstmal behalten, ne? So, warte mal. Sandsteinpassage zum nächsten Bereich. Bohrer 2 benötigt. Den haben wir, ne? Todesgrube. Hochplateau. Wir sind ja nicht tiefer gefahren, ne? Hoher Pass. Das müsste der Startbereich... Es müssen Startbereiche sein, glaube ich. Ich sammle mal die Sachen hier ein. Kupfertal. Kupfertal? Hier müsste doch auch dann quasi hier das Ufer sein, ne? Oder? Also... Die Uferpromenade, wo wir mal waren. Mit dem U-Boot, also quasi der Start. Die Startszenerie. Der Hafen, genau. Hier gehen wir mal raus. Am Hafen ist es immer sehr, sehr entspannt, wenn ich das mal sagen darf. Gut, ach, hier haben wir ja auch noch ein Schränkchen. Ich weiß gar nicht, was wir da reinpacken. Da bin ich mir noch ganz unschlüssig. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier auf jeden Fall auf Ressourcenfarming. Ich packe mal ein paar Sachen nochmal ins... Schiffchen, Inventar rein, was wir gerade nicht brauchen. Weil hier brauchen wir die starken Munition, glaube ich, nicht. Und die Granaten auch nicht. Das regeln wir hier, glaube ich, so. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Ich rüste mir nochmal eben schnell ein bisschen... Obwohl, nee, warte. Das spare ich mir. So, jetzt haben wir natürlich wieder vorne nur eine Tür. Aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Hier fehlt doch was, oder? Ach, ich hatte das abgeschaltet. Das ist nicht gut. Sollte auf jeden Fall darauf achten, dass ich alles eingeschaltet lasse. So, dann schicken wir es mal runter mit der 6. Und wir gehen ein wenig farmen. So, ist jetzt nicht das Spannendste von der Welt, aber... Das Effektivste, würde ich jetzt erstmal sagen, damit wir erstmal die Grundressourcen haben. Voll zumindest. So, mal gucken, das war hier links hoch, müsste was sein. Gut. Das wird jetzt erstmal eine entspannte Folge. Oder ich weiß gar nicht, wo wir sind am Ende der Folge. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mir einmal komplett im durchgehend auf. So. So. Wie schön. Ich weiß gar nicht, ob wir dadurch auch mehr Eisenerz in so einem Kram kriegen. Da ist die Kupfermine. Da können wir erstmal hin. Das ist... kann ich mich umdrehen? Ja, das ist die Richtung, ne? Ich drücke mal die falschen Tasten. Da. Bin zu blöd, eine Tastatur zu bedienen. So. Ich weiß gar nicht, ob es Fallschaden gibt. Ich will es auch nicht heraufbeschwören und ausprobieren. Muss ich dazu gestehen. Wenn wir in der Mine sind, können wir ja auch eigentlich über Tage bleiben. Nach dem Vulkanausbruch, weil da kriegen wir ja Schutz. Im Prinzip können wir ja da ganz genüsslich in Ruhe das Farming betreiben. So. Wie gesagt, ich glaube, diese Folgen wären jetzt nicht mehr so spannend. Ich meine, in den letzten haben wir ja ganz schön viel Action gehabt. Zumal auch wir ja Untertage waren und da diese Laser-Action hatten.
Das war schon... Uff, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was die da gemacht haben. Ich glaube, das Spiel hat es jetzt auch nicht so erklärt, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. So, da müssen wir hin. Gut. Aber ich bin echt froh, dass es hier nicht so Essen und Trinken sein muss. Aber eigentlich, ist es ein Survival-Game? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, gut, was zeichnet auch ein Survival-Game aus? Ne? Das muss man ja auch sagen. Zeichnet ein Survival-Game aus, wenn man essen und trinken muss und daran stirbt, wenn man tot geht? Oder wenn man verhungert oder verdurstet? Ist das dann halt, bezeichnet man dann ein Survival, also ein Game als ein Survival-Game? Oder, ich bin mir da nicht sicher. Oder bezeichnet man schon einfach ein Survival-Game, dass man, weil im Prinzip kann ich jetzt hier einfach rumstehen und existiere hier, ja gut, wenn der Vulkan jetzt nicht wäre. Aber ich könnte jetzt einfach in der Mine tagelang rumstehen und ich würde halt einfach weiter existieren. So. Also ich brauche halt keine Ressourcen, die jetzt lebenswichtig sind. Ich glaube, das zeichnet... Würde ich jetzt mal behaupten... Oh, nehmen wir mit. Ich glaube, das zeichnet tatsächlich, glaube ich, auch ein Survival-Game aus, ne? Dass man sich um die wichtigsten lebensnotwendigen Dinge kümmern muss, ne? Oder? Gut, Steuererklärung machen jetzt, ne, gehört jetzt vielleicht nicht dazu. Zumindest hier in Spielen. Fände ich lustig, wenn man das hier mal machen müsste. So, oh, ich muss doch meine Steuererklärung machen. Warte mal. Ganz blöd. Puh, ja, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Weißt du, machst deine Steuererklärung nicht, kommt das Finanzamt, so tritt die Tür ein. Bam! You! Come to me! Und treten die Tür ein, ballern dich erstmal mit der Schrotflinte weg, weil du keine Steuererklärung gemacht hast. Alter, wäre das ein Game. So. Gut, dann gehen wir hier rein. Huch, was ist das denn? Ach, ich dachte, wenn wäre irgendwie eine Zeichnung oder so. Wir könnten auch mal Licht anmachen, damit ihr auch mal ein bisschen was seht, ne? Ich weiß, es ist immer ein bisschen dunkel auf YouTube. So, aber ich glaube jetzt... Seht ihr da, glaube ich, ein bisschen mehr. So. Steuererklärung. The Game. Finde ich irgendwie lustig. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum. Musst du da den ganzen Behördenkram da organisieren und alles und halt wirklich deine Steuererklärung machen, sonst kommen die wirklich so Open the door! Steuerbehörde! Bam! Und weg bist du. So. Weiß nicht, warum mein Köpfchen sowas... Ja, keine Ahnung. Ich vergesse, was ich gesagt habe. So. Gut, lass mal gucken. Da hinten ist noch eine Mine, aber ich glaube, hier war, glaube ich, Ende der Karte, also des ersten Bereichs. Sprich, hier war, glaube ich, die Schlucht, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, da hinten ist die andere Mine. Da hinten ist, glaube ich, die Eisenerzmine, wo wir vorhin waren. Oder in den letzten Folgen. Hier, da. Dann gucken wir mal. Ich bin gespannt, dieses Kristall, was man da alles noch mit herstellen kann und was da noch alles kommt. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Gut. Aber wir sind ja hier, um das herauszufinden. Und um zu schauen, was alles da noch kommt. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass ich bei solchen Games immer so mit gemischten Gefühlen, auch habe ich das schon mal erwähnt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gehe ich an solchen Games immer mit gemischten Gefühlen dran, ob mich das bei der Stange hält. Stange gesagt, einfach so. Nein, Spaß beiseite, ob mich das wirklich lange fesselt, weil mittlerweile, aber das Thema hatte ich letztens auch mit einem Freund, dass heutzutage nicht mehr so die Spiele gibt, die einen so richtig fesseln. Weißt du, früher war das wirklich so, ich erinnere mich, weil ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, so über die alte N64-Ära. Alter, das war meine Zeit, die N64-Ära. So, das war da, wo das richtig losging mit bei mir mit Games. So GoldenEye, Banjo-Kazooie, die ersten Racing-Games und ich weiß gar nicht, Beetle Adventure Racing, weiß nicht, ob das einer kennt oder... Top Gear Overdrive, Alter, das waren so Sachen. Oder Wrestling No Mercy, holy shit, die Wrestling-Zeit. Das waren so, da erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gerne dran. Da ging es, wie gesagt, los bei mir mit solchen Sachen. Und, ja, da war aber auch die Zeit, also ich empfand das so, ich weiß nicht, ob das heute immer noch, aber ich glaube, heute ist das so ein bisschen raus, die Luft. Früher war es so, du hast dich auf ein Spiel gefreut. Gut, das Überangebot ist heute natürlich auch da, das muss man auch dazu sagen. Überangebot an Spielen. Das war früher vielleicht ein bisschen gedämpfter. Es gab auch mehr Spiele. Klar, es gab viele Spiele. Aber so dieser
dieser Effekt, der, wenn du ein Spiel einlädst, wo du dich so wirklich drauf gefreut hast und es wirklich geht und funktioniert und tralala, na jetzt abgesehen von Updates, so wie heute, ne, werden ja immer komplexer die Spiele und so, dass du halt einfach dieses Gefühl hast, boah geil, ich zock das rauf und runter, von links nach rechts, von hinten nach vorne, wenn du durch warst, hast du es auch einfach nochmal angepackt und hast einfach, ja quasi es nochmal durchgespielt, kann man sogar sagen. Es hat sich einfach gelohnt, auch nochmal das Spiel anzumachen, einfach stundenlang darin verbracht, weil es sich einfach gepackt und gefesselt hat. Und so dieses Gefühl finde ich heutzutage bei einigen Spielen, bei mir zumindest, sehr, sehr schwierig. Also ich finde selten ein Game, was mich wirklich packt und fesselt, wo ich wirklich sehr, sehr lange bei der Stange bleiben kann, wo ich sage so, boah, ja, puh, da setze ich mich jetzt ran und mach weiter. Hier bei Vulkanoids habe ich es ein bisschen. Aber ist es nicht so das Gefühl, dass ich so sage, so, boah, ja, ich muss jetzt jeden Tag jetzt hier dran sitzen? Nicht so wirklich. Aber, ja, es macht, klar, es macht Spaß, ne? Vorneweg. Aber ich glaube, dieses Gefühl ist einfach nicht mehr da, weil, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, es ist einfach, weil vielleicht der Anspruch mittlerweile höher geworden ist bei einigen Leuten. Gut, es gibt natürlich, die Jugend, die wächst natürlich heute mit ganz anderen Grafiken auf, wie wir früher oder wie wir mit Spielen aufgewachsen sind, mit redet der Opa schon wieder von früher? Ja, ne, früher habe ich da noch die N64-Zeit. Ja, ja. Ach Gott, das waren noch Spiele und die Controller. Da hast du auf den Knopf gedrückt und gesossen mit Pixeln. Ja, so ungefähr. Nein, aber das halt, klar, die Spiele werden heutzutage immer komplexer, immer dynamischer, was natürlich auch viel mehr Ressourcen braucht und natürlich auch viel, viel mehr Technik. Und klar ist es dann heutzutage nicht mehr so wie zum Beispiel ein N64, sage ich jetzt mal ein GoldenEye, was ich auch damals unheimlich geliebt habe und gesuchtet habe, was rauskommt, war ja sogar da indiziert, mittlerweile ja nicht mehr, was rauskommt und es einfach da ist und gespielt werden kann. Und klar, es hat auch seine Fehler gehabt, seine Bugs, aber es konnte nicht geupdatet werden oder irgendwie so wie heutzutage halt, du machst irgendwie Konsole an und musst erstmal wieder 2 Stunden warten, weil wieder, keine Ahnung, der Ego-Shooter Call of Duty wieder 20 Milliarden Updates braucht. Das war früher halt auch nicht so, aber gut, klar, ich verstehe natürlich, dahinter ist es alles komplexer geworden, alles viel, viel aufwendiger. Und deswegen, also, ich verstehe das schon. Und klar, ne, hier und da gibt es Spiele, die jetzt nicht so viel Spaß machen, aber gut. Was mir gefällt, muss einem noch lange nicht gefallen. Da stehe ich ja immer noch zu. Und nein, aber worauf ich hinaus wollte, wie gesagt, dieses Gefühl halt mit dem Packen, dass du halt, ja, dieser Grundgedanke, so dieses ein Spiel, wo wenn ich dran auch überlege, in der N64-Zeit, was ich ja angesprochen hatte, dieses Beetle Adventure Racing, da waren auch so viele Secrets drin und so viele Sachen, die du einfach, ja, wie soll ich sagen, die du einfach für dich ja nicht hingenommen hast, sondern einfach gespielt hast. Du hast halt versucht, den besten Rekord auf der Strecke zu erreichen. Du hast versucht, alles freizuschalten. Es gab ja früher auch bei Rennspielen, ist ja heutzutage natürlich auch noch so, aber halt alle Autos freischalten, alles freischalten, was geht. Wenn du es gemacht hast, hast du ja vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, auf den Strecken noch irgendwelche Geheimwege zu finden, die dich vielleicht noch irgendwo hinführen, wo du so denkst, boah, wo geht's denn da hin und so. Und so ein Gefühl und solche Dinge, finde ich, gibt's heutzutage viel zu selten in Spielen. So, wo du wirklich so diese Lust drauf verspürst, tatsächlich so noch zu erkunden und zu sagen, oh, das will ich jetzt aber nochmal wissen, wenn ich das durch habe und so. Weißt du, ich meine jetzt so ein Gran Turismo ist jetzt für mich, gut, ist ein schlechtes Beispiel, ist ein Simulator, aber jetzt, keine Ahnung, so ein Forza Horizon, hätte ich jetzt nicht so wirklich die Lust da irgendwie zu sagen, wenn ich es, kann man es durchspielen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube ja. Hallo liebe Forza Horizon Fans, steinige ich mich jetzt nicht, kenne mich da jetzt nicht so aus, bin jetzt nicht so der Fan von dem Spiel. Also ich spiele es vielleicht mal gerne, wenn es da ist und so, aber jetzt nicht so ultra hardcore. Aber da hätte ich jetzt vielleicht nicht so
den Interesse daran, wenn ich es jetzt, wenn es jetzt durchspielbar wäre, sage ich jetzt mal, da nochmal auf Erkundungstour zu gehen und nochmal da zu entdecken, dort zu entdecken, weil mich das mag am Game liegen vielleicht, nicht packt, aber so dieser, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, früher war das alles ein bisschen anders. Weißt du, früher war es so, Spiel eingelegt, du hast dich hingesetzt, wolltest von links und rechts einfach nichts wissen und let's go, ne? So zwar, tja, keine Ahnung, dieses, also ich, schwierig, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Liebe zu spielen, kann man das so sagen? Die Liebe zu spielen ist heutzutage nicht mehr so gegeben, kann man das so nennen? Ist hier noch irgendwo, kann sein, dass es oben ist, kann man das so nennen, die Liebe zu den Spielen ist nicht mehr so gegeben bei mir, die Luft ist da so ein bisschen raus. Ich meine, ich liebe immer noch Spiele, Gottes Willen, klar. Nee, machen mir immer noch Spaß, aber so diese Liebe von früher, so, die habe ich bei mir nicht mehr. Also die sehe ich und fühle ich bei mir irgendwie nicht mehr so. Weiß nicht warum. Vielleicht auch einfach, weil es einfach ein zu Überangebot gibt. Und wo ich dann ja nicht mehr wirklich so an der Stange gehalten werde oder bei der Stange gehalten werde. Zum Beispiel spiele ich ja privat auch, oder habe auch sehr viel, mittlerweile jetzt auch nicht mehr so, sehr, sehr viel Splitgate gespielt. Weiß nicht, ob das einigen was sagt. Das ist ein Shooter, der eine Portalfunktion tatsächlich hat, wo du im Multiplayer gegen andere Spieler spielst und auf so gewissen Wänden kannst du an gewissen Wänden kannst du dann so Portale setzen, wo du dann quasi deine Mitspieler austricksen kannst, um irgendwie zum Beispiel hinter denen zu geraten oder ja, vielleicht ein Portal zu setzen und du sniperst jemanden von irgendeiner anderen Stelle weg, der gar nicht bei dir in der Nähe ist und so. Ganz, ganz witzig. Ist halt ein reines Multiplayer-Game. Spiel. Oh, was? Nein, will ich nicht. Mach das weg. Jetzt kam die Feststelltaste. Ja, ich vermisse hier halt immer noch diesen Knopf, dass man hier einmal nur rennen drückt und dann automatisch rennt. Naja, gut. Ist halt so ein klassischer Shooter, so ein bisschen so angelehnt an frühere Zeiten wie Unreal Tournament oder so. Ja, einfach ein paar Fracks machen. Naja, dann gibt's halt tatsächlich auch so einen Sprecher, der wirklich sagt so Triple Kill oder Collateral und solche Sachen, was so richtig so bei mir so wieder so ein kleines bisschen das Herz aufblühen lässt, wo ich dann wirklich so Erinnerungen kriege an die alten Unreal Tournament Zeiten. Boah, das war so cool mit dem dreifachen Rocket Jump und so ein Kram. Und aber da, wie gesagt, habe ich so viele Stunden investiert in dem Spiel mittlerweile und habe auch zwei Battle Pässe, also einen Battle Pass gekauft und den zweiten habe ich mir quasi erspielt, das geht da, finde ich ganz super. Also einmal investiert 10 Euro und den zweiten habe ich jetzt nicht mehr ganz, also nicht ganz, ich werde den auch nicht schaffen, weil jetzt glaube ich demnächst der dritte kommt, den zweiten Pass einfach so nur noch bis zur Hälfte gespielt, weil einfach so die entweder muss man, gut, man muss auch mal zwischendurch Games pausieren, sind wir uns ehrlich, klar, um mal ein bisschen vielleicht wieder die Lust zu bekommen, weil wenn man zu lange spielt, wird es vielleicht auf Dauer langweilig, aber früher war das auch nicht so. Früher hast du gespielt und dann war, ja, aber gut, ne? Aber, ja, ich bin da mittlerweile so auch raus. Und gerade bei Multiplayer-Shootern ist es ja wirklich so, ne, da musst du ja ein bisschen drin bleiben, um nicht so ganz dein Aiming zu verlieren.